Hannibal und Isabella. Ein Märchen mit Musik. Es war einmal ein kecker Mäuserich mit Namen Hannibal. Der durchstreifte die Welt kreuz und quer. Vom Stadtrand bis zum Waldrand und wieder zurück. Aber nicht etwa nur auf der Suche nach einem fetten Haken Speck. Oh nein. Hannibal durchstreifte unerschrocken die Welt, um Abenteuer zu bestehen. Die Welt ist voller Schrecken für eine kleine Maus. Wer will, mag sich verstecken, ich ziehe kühn hinaus. Ich trotze den Gefahren der großen, weiten Welt, bin unbesiegt seit Jahren, ein weltberühmter Held. Ich fürchte keine Katzen, ich fürchte kein Miau, ich fürchte keine Tatzen, ich bin ja viel zu schlau. Für wen die Heldentaten, für wen das Heldentum? Ich will es euch verraten, zu Isabellas Ruhm, zu Isabellas Ruhm. Hannibal, Hannibal, pass auf! Kann ich dir helfen, mein Freund? Genau über dir. Also, wenn du in Not bist, mein Lieber. Der Mäusebussard. Der? Oh, Hilfe. Zu Hilfe. Lauf, was du kannst. So lauf doch schon. Oh nein, bitte nicht. Na, dreh dich mal um. Bin ich am Leben? Sieht ganz so aus. Au, au! Was machst du denn? Ich verbinde deine Wunden. Aber du tust mir ja weh. Was sein muss, muss sein. Er hat dich ganz schön erwischt. Wenn du vielleicht ein bisschen sanfter vorgehen könntest. Aua! Beiß die Zähne zusammen. Ich habe 2 Lehrgänge für Erste Hilfe besucht. Sag mal, wo bin ich überhaupt? Bei mir. Und wer bist du? Ich bin der kleine Mann. Du bist wirklich sehr klein. Sei froh. Ein großer Mann mit großen Händen würde dir nichts nützen. Er könnte diesen winzigen Verband um deinen kleinen Zeh nie und nimmer wickeln. Das ist mein großer Zeh. Dein großer? Richtig. Dein kleiner großer Zeh. Du hast mir das Leben gerettet. Vergiss es. Ich schulde dir ewig Dank. Wäre der Bussard auf mich losgegangen, hättest du ihn verscheucht. Oder etwa nicht? Doch, ja. Bestimmt. Na also. Trotzdem, danke. Pass das nächste Mal besser auf, wenn du unterwegs bist. Wohin wolltest du überhaupt? Oh, ich vollbringe Heldentaten. Zu Ehren von Isabella. Ach so. Wo ich gehe und stehe, denke ich nur an sie. Das habe ich gemerkt. Und wer ist Isabella? Die schönste Maus der Welt. Und sie? Denkt sie auch an dich? Na hör mal, wir sind verlobt, wir wollen heiraten. Ihre Eltern wohnen am Kilometerstein 56,5. Das trifft sich gut. Wieso? Dort komme ich morgen vorbei. Hannibal, du lebst? Meine Isabella. Du Ärmster, der Mäusebussard hat dich ja übel zugerichtet. Allerdings, allerdings. Aber dafür habe ich ihm ja auch ein Denkzettel verpasst. Ach, Hannibal, wozu stürzt du dich immer in diese gefährlichen Abenteuer? Es muss sein. Was hast du davon? Ich tue es nicht für mich. Ich tue es für alle Mäuse. Wir müssen uns zur Wehr setzen gegen unsere Feinde, gegen den Bussard, gegen die Katze, gegen alle, die uns Angst machen. Meinetwegen. Aber warum gerade mein Hannibal? Ja, warum gerade ich nicht? 2 Wochen hast du dich nicht sehen lassen. Seit 2 Wochen bist du nicht mit mir spazieren gegangen. Ja, du hast ja recht.
Aber ohne Verantwortung kann ich nicht leben. Nächsten Sonntag wollten wir heiraten. Nächsten Sonntag werden wir heiraten. Kleiner Mann? Kleiner Mann, wo steckst du denn? Ich wollte nicht stören. Ach, Sie stören doch nicht. Im Gegenteil. Ich wollte dich herzlich einladen. Ja, zu unserer Hochzeit. Ist das nicht ein bisschen früh mit der Hochzeit? Ach was. Sieh nur, wie ich schon wieder hüpfen kann. Auf dem linken Bein, hopp und hopp und hopp. Und auf dem rechten? Ich meine, weil du noch so viele Abenteuer vorhast. Isabella möchte es gerne. Was soll ich machen? Vielleicht kannst du es ihr erklären. Ach, mir wird schon etwas einfallen. Erlebst du nicht hin und wieder auch Abenteuer? Eigentlich weniger. Vielleicht eigne ich mich nicht so dafür. Vielleicht. Aber was ist deine Spezialität? Was kannst du besser als andere Leute? Ich weiß nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Nur eine Nummer zu klein ausgefallen. Das Einzige, worauf ich mich verstehe... Ach nein, nicht der Rede wert. Sag's schon, bitte. Das Einzige, ich kann ein kleines bisschen zaubern. Zaubern? Na, hör mal. Du? Nicht so unbescheiden. Ich könnte dich verwandeln, wenn ich wollte. In ein Eichhörnchen zum Beispiel? Ja, oder in ein Känguru. In ein Rhinoceros. In ein was? In ein Nilpferd. Auch in einen Elefanten? Auch in einen Elefanten. Stell dir vor, ein Elefant ist mir mal auf den Fuß getreten bei meinen Abenteuern im Zoo. Ach du Schreck. Ich will gerade loslegen und ihm klar machen, dass ein Elefant sowas nicht tun darf, dass Größe ganz besonders verpflichtet. Da sagt er, pardon, mein Freund, ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Was bleibt einem da übrig? Halb so schlimm, sage ich, hätte mir genauso passieren können. Elefanten sind eben höflich. Er hat auch keinen Grund, unhöflich zu sein. Große Tiere sind nichts Besseres und nichts Schlechteres als kleine. Manche vergessen das allerdings manchmal. Die Katzen zum Beispiel. Katzen sind gegen Mäuse ausgesprochen unhöflich. Sie sind hinterlistig. Sie haben so ein mordgieriges Glitzern im Blick. Automobile dagegen sind nicht hinterlistig. Sie haben zwei große gelbe Augen, aber sie gucken nicht so verschlagen wie Katzen. Kämpfst du denn auch gegen Autos? Selbstverständlich. Hast du schon einmal ein Auto besiegt? Nein. Aber ich bin auch noch von keinem Auto besiegt worden. Ich habe ja tolle Sachen erlebt. Ich war sogar schon einmal am Nordpol. Kennst du den Nordpol? Vom Hören sagen. Sieh mal, meinen kleinen Zeh. Links. Was erkennst du? Eine Stelle, so eine Art kleinen Puckel. Eine Frostbeule. Weißt du, es war ziemlich gutes Wetter damals. In der Küche herrschten hochsommerliche Temperaturen, aber plötzlich setzte knackender Frost ein, regelrechter Nordpolfrost. Ich nehme an, diese plötzliche Kühle hing mit einem weißen Schrank zusammen. War vielleicht Speck darin, der eine Mäusenase kitzelte? Genau. Woher weißt du denn das? Na, aber Speck hin, Speck her, mir war der Appetit vergangen. Weißt du, was ich die liebe lange Nacht getrieben habe? Na? Gymnastik, um mich warm zu halten, bis die Frau am Morgen den Schrank wieder aufmachte. Bloß gut, dass in der Gegend kein Eisbär aufgekreuzt ist. Wenn ich friere, kämpfe ich miserabel. Was hältst du jetzt von einem Happen Speck? Sehr viel. Mir läuft gleich das Wasser im Munde zusammen. Dann gehe ich und mache uns das Abendbrot. Ich bleibe noch ein bisschen in der Sonne sitzen und denke nach über mein abenteuerliches Leben, das nun bald zu Ende sein soll. Jedenfalls, wenn es nach Isabella geht. Aber hey, kleiner Mann, du hast ja das Zaubern vergessen. Wann zauberst du mir was vor? Ich fürchte schon sehr bald. Dreh dich um, Hannibal. Ein großer Kater. Von hinten anschleichen? Das ist feige! Oh. Gib's ihm, Hannibal! Jawoll! So einen miesen, hinterlistigen Kater schaffst du doch allemal! Und links und rechts und noch einmal! Bravo! Schon nimmt er Reißaus.
Gewonnen. Tja, meine Herren, Kater mit Hannibal ist nicht gut Kirschen essen. Ich bin der tapferste Mäuserich der Welt. Und der größte. Genau. Aber sag mal, kleiner Mann, bist du ein Stückchen kleiner geworden? Ich bin so groß geblieben, wie ich war. Oder so klein. Du dagegen bist ein Stückchen größer geworden. Tatsache. Ja, wie ist das möglich? Sieh dir deinen langen Schwanz an. Deine Füße. Oh Mann, der Schwanz ist buschig und an den Füßen habe ich messerscharfe Krallen. Jawohl. Aber wieso? Ich habe dich gerade noch rechtzeitig verwandeln können in einen Kater. Na, das ist ein Ding. Ein Mäuserich? Ausgerechnet in einen Kater? In den stärksten Kater der Welt. Du hast mir schon wieder das Leben gerettet. Reden wir nicht davon. Du scheinst wirklich ein großer Zauberer zu sein. Schon gut. Da wäre nur noch ein kleines Problem. Ja? Die Gefahr für dich ist vorüber. Es gibt keinen Grund, dass du auch nur eine Minute länger als Kater rumläufst. Es wäre, glaube ich, Zeit, dass ich dich zurückverwandelte. Findest du nicht auch? Ich kann dich allerdings nur dann zurückverwandeln, wenn du selber es wünschst. Ja, das ist ja großartig. Na, das ist ja ein Ding. Nur wenn du selbst zum Angreifer wirst, wenn du Mordgedanken hegst. Ich dann und Mordgedanken, lächerlich. Umso besser. Also, ja, wo ist das Problematische an diesem Problem? Warum hast du es so eilig mit dem Zurückverwandeln? Könnte doch sein, dass Isabella dich besucht. Und? Und sich vor dir fürchtet. Ach. Wenn ich ihr sage, dass ich der Hannibal bin und ich kann ihr als Kater viel, viel mehr nützen, ich kann sie besser verteidigen gegen die mordgierigen Katzen, weil ich stärker bin als der stärkste Mäuserich überhaupt sein kann. Ich glaube sogar, dass alle Mäuse sehr stolz auf mich sein werden. Hannibal ist jetzt Kater, so werden sie sich zuraunen. Hut ab, eine tolle Karriere hat er gemacht, der Junge. Meinetwegen. Versuch es. Das schönste Leben haben alle mal die Katzen. Sie gehen stolz und frei herum auf samtnen Katzen. Sie sind so mutig und sie fürchten keine Fallen. Auch keine Feinde, denn sie haben scharfe Krallen. So lebt man heute und man lebt gewiss auch morgen. Als Katerchen ein süßes Leben ohne Sorgen. Ach, ist der Himmel blau, eins weiß ich ganz genau. Kater abends schau mir. Und was sie nächtlich auf den Dächern alles treiben, das ist mit Worten nie und nimmer zu beschreiben. So ein Gebalge jede Nacht, so ein Theater. Ein jedes Kätzchen findet schleunig seinen Kater. Um Mitternacht beginnt so dann auch prompt ein Tänzchen. Und jeder Kater wackelt fröhlich mit dem Schwänzchen. Das da im Mondenschein, das kann nur Liebe sein. Kater, abends schau. Ja. Hannibal? Ich hab dich gestern gesehen. Ich dich auch. Mit einem Kätzchen. Möglich. Was ist dabei? Sei doch nicht so nervös. Ich und nervös. Pussy hat mir nur... Sie heißt Pussy. Jawohl, Pussy. Und sie hat mir nur einen Hinweis gegeben, wo es was zu naschen gibt. Etwa Mäuse? Unsinn, ab und an ein Schälchen Milch oder mal einen Fischkopfmäuse? Doch nicht, wo denkst du denn hin? Seltsam. Ein Kätzchen, das keine Mäuse mag. Naja, Pussy, weißt du, die schon. Aber das gewöhne ich ja auch noch ab ihrem Wort. Ach, es ist was Ernstes mit euch beiden. Oh, keine Ahnung. Überhaupt, was geht es dich an? Sieh mal, wer da kommt. Nichts Besonderes. Drei Mäuse, ich fresse keine Mäuse, wenn du das meinst. Ich mag sie nicht, sie schmecken mir einfach nicht. Ich meine aus Prinzip nicht, ich fresse sie aus Prinzip nicht. Mir scheint, die eine Maus heißt Isabella.
Ach du Schreck. Isabella. Mit ihren Eltern. Wir haben ja ihre Hochzeit verschwitzt. Du hast deine eigene Hochzeit verschwitzt. Hallo, kleiner Mann. Guten Tag, Isabella. Kannst du mir sagen, wo Hannibal ist? Das kann ich. Bitte, tretet näher. Oh nein, wir fürchten uns vor deinem großen grauen Kater. Vor mir? Isabella, vor mir braucht ihr wirklich keine Angst zu haben. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Du wirst es kaum glauben, Isabella. Dieser Kater ist dein Hannibal. Er sieht aber sehr, sehr verändert aus. Was hältst du von der Sache, Vater? Vorsicht, Isabella. Und du, Mutter? Katzen und Menschen traue ich alles zu. Mein Ehrenwort. Er krümmt euch kein Härchen. Ich selbst habe Hannibal in einen Kater verwandelt. Aber warum? Warum gerade in einen Kater? Isabella, warum nicht in einen Kater? Ist denn ein Kater etwas Schlechteres als eine Maus? Eins darfst du nie vergessen, Isabella. Alle Tiere sind gleich. Ein Kater wollte ihm ans Leben. Darum musste ich ihn in einen Kater verwandeln. Oh, jetzt verstehe ich. Ich danke dir tausendmal, kleiner Mann. Darum also seid ihr nicht zur Hochzeit erschienen? Ja, genau. Darum. Und wir hatten alles so schön vorbereitet. Wir hatten zu essen und zu trinken. Nun lass doch, Mutter. Wir hatten Gäste, wir hatten Musik, wir hatten eine Braut. Mutter. Nur einer fehlte, der Bräutigam. Du weißt doch nun, wie alles gekommen ist, Mutter. Ab sofort steht unserer Hochzeit nichts mehr im Wege. Nicht wahr, Hannibal? Nö. Eigentlich nicht. Mir fällt jedenfalls nichts ein. Na, seht ihr. Meinst du wirklich, Hannibal, dass das auf die Dauer gut geht? Ja, ob das gut geht? Ganz genau weiß man sowas nie. Aber wir lieben uns doch, Hannibal. Kind, sieh nur das gierige Glitzern in seinen Augen. Kater sind hinterlistig. Ich hör wohl nicht recht. Nimm sie nicht krumm, Hannibal, bitte. Unter diesen Bedingungen sollten wir die Hochzeit verschieben. Nein! Auf unbestimmte Zeit. Was sagst du dazu, Hannibal? Ich halte das für günstig. Ich meine, für vernünftig. Na also. So sprichst du nur, weil du beleidigt bist. Ich fühle mich nicht beleidigt. Mäuse können mich gar nicht. Kurz und gut, das Abenteuer ruft. Isabella. Ach. Komm, Kind. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich werde um dich kämpfen, Hannibal. Ich will mich nicht einmischen, Hannibal. Aber wäre es nun nicht doch an der Zeit? An der Zeit? Wofür? Dass ich dich verwandelte. Zurückverwandelte. In eine Maus? Nein, danke. Mir scheint, Isabellas Glück hängt davon ab. Möglich. Mein Glück hängt allerdings davon ab, dass ich Kater bleibe. Ich habe nämlich ein Rendezvous. Verstehe. Das da im Mondenschein, das kann nur Liebe sein. Kater haben's fein, sehr fein. Hannibal? Ja? Ich bin böse auf dich. Böse? Wieso? Du kommst äußerst pünktlich zum Rendezvous. Ja, pünktlich. Das ist sehr, sehr unhöflich. Muss denn ein Kavalier seine Dame nicht voller Ungeduld erwarten? Voller Hoffnung und doch nicht sicher, ob sie überhaupt erscheint? Aber du hast gar nicht auf mich warten können. Weil auch du pünktlich warst. Eben. Morgen komme ich eine Stunde zu früh, das schwöre ich dir, Pussy. Um Himmels Willen. Nenn mich nicht Pussy. Nie wieder. Sag Pussycat zu mir. Pussycat mit Ä. Merkwürdiger Name. Ein englischer Name. Ach, Fremdsprachen gehören natürlich nicht zu deinen Stärken, mein Mauseschwänzchen. Ich wäre bereit, dich Hannibal zu nennen, aber für einen so eleganten Namen bist du einfach nicht elegant genug. Dann lassen wir es lieber bei Hannibal. Elegant bist du nicht und Bildung fehlt dir auch, mein Freund. Du musst unbedingt mehr lesen. Ich habe dir ein Buch mitgebracht. Tierfreunde?
Fabeln? Sehr lehrreiche Geschichten. Der Windhund und das Kätzchen zum Beispiel. Ein junges Kätzchen frisst ein Mäuslein mit Behagen. Geh mal her. Oh, doch nicht jetzt. Lesen in Anwesenheit einer Dame. Och, du bist ein Grobian. Aber stark, sehr stark. Und ich liebe starke Kater, die keinen Nebenbuhler fürchten müssen. Ich nehme es auch mit Hunden auf. Mit Kleinen. Klein oder Große, das spielt für mich keine Rolle. Ich nehme es mit jedem auf. Andererseits kann ich mir auch eine tüchtige Maus vorstellen, vor der ich Respekt habe. Oh. Und der Löwe, der 100-mal größer ist, der kann mir den Buckel runterrutschen. Aber er ist unser Herr und König. Der König, dass ich nicht lache. Ein Faulpelz ist der, ein Fresssack, ein Angeber, ein Kraftprotz. Großes Maul und nichts dahinter. Entzückend, dass ich einen so starken Beschützer habe wie dich. Also gehen wir. Wohin? In die Stadt. Schon wieder? Na, von mir aus. Wo kriegt man denn einen delikaten Happen Speck? Oh, Speck. Ach, das sieht dir ähnlich. Du hast einen Geschmack wie eine Maus. Ja. Wir gehen natürlich ins Café. Ein Tässchen Mokka Francais, ein Sahne-Baiser. Oh. Und danach habe ich einen Termin bei der Schneiderin. Zum Friseur müsste ich auch und zur Pediküre. Hörst du mir überhaupt zu? Meine Krallen müssen frisch lackiert werden. Was hättest du lieber, grün oder silber? Am liebsten würde ich mich auf eine Parkbank setzen und in meinem Buch lesen. Ein Café. Dort müssen wir unbedingt hineingehen. Warum müssen wir? Weil ich es will. Ich muss nicht. Wenn du musst, bitte. Immer soll es nach deinem Kopf gehen. Wenn du so uncharmant bist, dann... Oh, sehe ich mich nach einem anderen Kavalier um? Na, mein Schätzchen, wozu darf ich dich denn einladen? Zu Sahne-Baiser, mein Lieber. Und zu Mokka Francais. Hey, du! Hund! Was hast du denn, meine Kleine? Oh, warum schneidest du mir Grimassen? Ich dir Grimassen? Aber nicht doch. Ich habe immer so ein Gesicht. Aber ich kenne andere Hunde, die... Ich bin eben kein anderer Hund. Bin Sportsmann. Boxer. Oh, dann bist du wohl sehr stark? Bin ich. Meister Mittelgewicht. 63 Siege, davon 44 durch K.O. Würdest du mir helfen? Wenn ich kann. Siehst du da drüben das Café? Sehe ich, aber Geld kann ich dir nicht pumpen, hab keinen Pfennig. Behalte dein Geld. Wie kann ich es behalten, wenn ich keins habe? Ach, rede doch nicht dauernd vom Geld. Hör zu. Ich bin zwar ein bisschen kurzsichtig, aber ich hab's ziemlich genau gesehen. Mein Verlobter Hannibal ist in das Café gegangen. Mit seiner Freundin. Mit seiner Freundin? Hm. Aber wenn er dein Verlobter ist? Er hat sich eine andere gesucht. Eine Katze. Eine Katze? Hannibal ist nämlich Kater. Also Verhältnisse sind das? Pass auf. Wenn er rauskommt, jagst du ihm einen gehörigen Schreck ein. Du knurrst, du fletschst die Zähne. Er muss denken, sein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich aber werfe mich zwischen euch beide und rufe, Boxer, sofort lässt du meinen Verlobten in Ruhe. Pass ein bisschen mit auf, ja? Es ist schon so dämmerig. Da kommen zwei. Ein Pärchen? Eine rothaarige Katze? Das sind sie! Boxer, los! Worauf wartest du noch? Huch, ein riesengroßer Hund. Oh, bloß schnell weg. Wie denn? Du lässt mich allein? Ja, leider. Elender Schlappschwanz! Hilfe! Hannibal! Hilfe! Ich komme! Wo ist er? Wer denn? Hannibal, der Schurke! Hier! Komm her! Komm daher, du! Oh, oh. Ach, du Schreck. Steh mir bei, kleiner Mann. Ohne dich bin ich verloren. Boxer! Boxer, lass sofort meinen Verlobten in Ruhe! Was fällt dir ein? Hör endlich auf! Das war nicht ausgemacht! Der kleine Mann. Nicht nachlassen, Hannibal! Und jetzt eine linke gerade!
keinen rechten Haken. Das war höchste Zeit. Oh ja. Applaus für dich, Hannibal. Das war ganz allerliebst. Lass die Finger von meinem Verlobten, du! Nanu, ein Mäuschen? Was für ein leckeres Appetitsäppchen. Diese Maus steht unter meinem persönlichen Schutz. Und unter meinem. Ach so. So ist das. Na, dann werde glücklich mit deinem Fräulein Feldmaus. Ich gehe. Ich gehe zum Löwen und erzähle ihm, was du über ihn verbreitest. Tu das. Wie gemein sie ist. Wenn sie es wirklich macht, wird es gefährlich. Aber es gibt eine bequeme Lösung. Welche? Ich verwandle dich zurück. Oh ja, kleiner Mann. In einen Krater? Nein, in den tapferen Mäuserich, der du einmal warst. Ja, bitte, bitte. Ich weiß nicht. Ich fühle mich momentan gar nicht wohl. Diese häufigen Verwandlungen. Ich glaube, ich muss erst einmal mich erholen. Gesundheitlich, versteht ihr. Bis ich wieder so richtig auf dem Damm bin, muss ich als Hund rumlaufen, ob ich will oder nicht. Ausgerechnet als Hund. Warum nicht als Hund? Warum nicht als Maus? Na, da gibt's ja wohl doch einen Unterschied. Du selbst hast mir gesagt, alle Tiere sind gleich, die großen und die kleinen. Das ist schon richtig, aber findest du nicht auch, dass die großen Tiere ein bisschen gleicher sind als die kleinen? Ach, Hannibal, was soll denn aus unserer Hochzeit werden? Du denkst nur an dich. Ich denke an das Glück aller. Meine Mäuse können stolz auf mich sein. Unser Hannibal, hör ich sie sagen, der ist auf dem Weg nach oben. Stellt euch vor, jetzt ist er schon Hund. Das ist ja nicht mit anzuhören. Sogar Menschen unterhalten sich gern mit ihm. Er bewacht Haus und Hof. Welches Haus, welchen Hof? Dein Haus, kleiner Mann, und deinen Hofe. Ich werde mit dir auf die Jagd gehen. Du bist ja übergeschnappt. Mich siehst du nicht wieder. Bitte. Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Sie ist traurig. Hannibal. Und du stehst natürlich auf ihrer Seite. Aber ich verzeihe dir. Sieh mal, du bist drei Köpfe kleiner als ich. Dir fehlt der Überblick, den ich von hier oben habe. Trotzdem, ich bleibe dein Freund. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Der Hund, musst du wissen, der hilft und der nützt dem Menschen, indem er ihn wacker beschützt. Er hält ihm die Feinde erfolgreich vom Hals, dadurch, dass er bellt oder beißt allenfalls. Drum ist der Hund dem Menschen lieb und teuer, drum geht der Mensch für seinen Hund durchs Feuer. Ich tu es laut und deutlich allen kund, wenn ich kein Hund wär, wär ich gern ein Hund. Ich tu es laut und deutlich allen kund. Wenn ich kein Hund wär, wär ich gern ein Hund. Guten Tag, kleiner Mann. Bist du es, Isabella? Oder bist du es nicht? Ich bin's. Verzeih die dumme Frage, aber wir sind uns eine Ewigkeit nicht begegnet. Du trägst eine Brille. Ja, eben habe ich sie mir aus der Stadt abgeholt. Damit siehst du ganz anders aus. Schlechter? Besser. Die Brille steht dir großartig. Ich brauche sie dringend. Beim Bücherlesen habe ich mir die Augen verdorben. Es war so schrecklich dunkel in unserer Wohnung. Ja, seit 3 Wochen habe ich eine eigene Wohnung. Nicht groß, aber schön sonnig. Donnerwetter, du machst dich. Aber du wolltest gewiss zu Hannibal. Nein, nein. Er ist doch gar nicht hier. Ein paar Mal habe ich ihn von Weitem gesehen, ganz zufällig. Er hat mich natürlich nicht bemerkt. Er war immer sehr beschäftigt. Ob wir den irgendwann noch groß kriegen? Wenn ich du wäre, Isabella, ich wüsste, was ich täte. Ihn schnellstens vergessen. Das kann ich nicht.
Weißt du, vielleicht war ich für ihn doch ein bisschen zu langweilig. Ich mit meinem Mäusehorizont. Sieh mal, er ist immerhin ein Hund. Er war Hund. Neulich hatte er wieder so ein lebensgefährliches Rendezvous. Ich ahne Schreckliches. Der Löwe hat ihn aufgestöbert. Und du musstest ihm wieder das Leben retten. So ist es. Ach du Schreck. Wenn ich recht verstehe, ist er nun... Der König der Tiere. Mal ehrlich, für einen König finde ich ihn reichlich jung. Ob er das alles schafft, die Amtsgeschäfte, das Regieren, diese ganze Politik? Wir können uns die Sache ja mal aus der Nähe ansehen. König lebe, du sollst leben, lebe hoch und lebe lang. Alle sind dir treu ergeben, König, Lob sei dir und Dank. Alle Tiere sind erschienen, dich zu feiern, dir zu dienen. Alles liebt dich ringsumher. Ich bin König, wer ist mehr? Du bist König, wer ist mehr? König, Löwe, großer Denker, was du denkst, das wird gedacht. König, Löwe, großer Lenker, was du sagst, das wird gemacht. Du bist klug, du bist ein Weiser, sei nicht König, nur sei Kaiser. Kaiser lebe bitte sehr. Ich bin Kaiser, wer ist mehr? Er ist Kaiser, wer ist mehr? Bescheiden war er schon immer. Wer stört denn da? Wir sind's bloß. Oh, Isabella, der kleine Mann. Ja, gibt sie das? Wie schön! Fuchs! Majestät, befehlen? Lass auftafeln das Beste aus Küche und Keller. Wein, Champagner, Kaviar, Trüffel. Hast du Möhren? Möhren, ey, keine Ahnung. Fuchs, haben wir Möhren? Wir haben alles, Majestät. Schön. Zuallererst den Feind. Ich eile, Majestät. Ach, wie schön, dass ihr mich besucht, Freunde. Endlich. Denkt nur, ich wollte sogar schon euch besuchen. Und warum hast du es nicht getan? Es schickt sich nicht. Der Kaiser lässt sich besuchen. Er ist es, der eine Audienz gewährt. Ach, dies ist eine Audienz. Aber nein, dies ist eine... Wiedersehen mit lieben Freunden. Glaubt ja nicht, dass ich ein leichtes Amt habe. Es ist so öde. Man sitzt auf dem Thron und muss sich Lobeshymnen anhören. Und ständig diese Entscheidungen. Am schwierigsten sind die Rechtsfälle. Ich muss wissen, was Recht ist und was Unrecht. Dies ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Aber das eine sag ich euch. Immer und ewig mach ich ihnen den Kaiser... Nicht. Pardon, Majestät. Ja? Draußen sind drei junge Schäferhunde. Sie suchen deinen Rat in einer Erbschaftsangelegenheit. Ah, da habt ihr's. Der Alte ist gestorben und hinterlässt ihnen laut Testament 17 Schafe. Der Älteste soll die Hälfte erben, der zweite Sohn erbt ein Drittel, der Jüngste ein Neuntel. Meinetwegen genehmigt. Pardon, Majestät, aber die Zahl 17 ist unteilbar. Ach nee. Die 17 ist eine Primzahl. Ach, eine Primzahl. Fuchs, ja, was machen wir denn da? Ich bin ratlos. Ratlos, du, der schlaue Fuchs. Es gibt keine Lösung, Majestät. Es gibt eine Lösung. Hannibal. Ja? Du gibst den Dreien ein Schaf. Geben? Leihen, borgen. Na gut, dir zuliebe. Danke. Dann haben Sie 18 Schafe. Damit kommen wir der Lösung schon näher. Gut aufgepasst, Majestät. Der älteste Sohn bekommt die Hälfte. 18 geteilt durch 2 ergibt... 9, Majestät. 9. Jawohl. Der mittlere Sohn erhält ein Drittel. 18 geteilt durch 3... 6, Majestät. Richtig. Dem Jüngsten steht ein Neuntel zu.
18 geteilt durch 9? 2, Majestät. Ausgezeichnet. Von der Rechnerei wird mir ganz schwindelig. Zählen wir zusammen. 9 plus 6 plus 2 ergibt 17. Die 17 Schafe sind aufgeteilt, genau nach Testament. Aber es waren 18. Ein Schaf ist übrig. Deins, Hannibal. Meins? Ein Schaf hattest du verliehen. Ah, so, ja, ja. Fuchs, geh und teile den 3 Schäferhunden meinen Richterspruch mit. Sehr wohl, Majestät. Oh, Hannibal. Dein Gesicht müsstest du sehen. Ihr lacht über euren Kaiser? Mein Kaiser? Ich könnte dich auf der Stelle in eine Maus verwandeln. Du gerne groß. Du verhüllst mich? Ich sterbe vor Lachen. Du wirst gleich sterben, aber vor meiner Pranke. Hannibal, tu's nicht, bitte. So was lässt sich ein Kaiser nicht bieten. Hannibal, bitte nicht. Du lebst, kleiner Mann. Wie du siehst. Geht es dir gut? Bestens. Aber wo ist Hannibal? Da unten. Gleich neben dir. Hannibal. Mir ist, als hätte ich geträumt. Im ersten Augenblick dachte ich, ich sei der kleinste Löwe der Welt. Aber ich bin nur noch der Mäuserich von früher. Allerdings. Dabei hattest du gesagt, du könntest mich nur dann zurückverwandeln, wenn ich selbst es will. Oder wenn du Mordgedanken hegst. Vergessen. Bist du nun traurig? Schön war's ja. Wärst du denn gern wie der Löwe? Weißt du, Isabella, diese Tauben sind mir zu sauer. Und ist ein Mäuserich etwa nichts? Noch dazu, wenn er kurz vor der Hochzeit steht. Du heiratest? Ja. Wen? Dich. Wann? Sofort. Langsam, langsam. So sehr eilt es mir nicht. Und wenn ich es möchte? Du kannst es ja mal mit ihm versuchen, Isabella. Danke, kleiner Mann. Tja, dann ist wohl jetzt Schluss mit deinen Abenteuern? Das will ich nicht sagen. Mein Leben ist, wie ich es dreh und wende, ein großes Abenteuer ohne Ende. Wer weiß, was Isabella mit mir macht. Am Hochzeitstag und in der Hochzeitsnacht. Die kleine Maus hat Temperament und Feuer. Dies wird gewiss mein schärfstes Abenteuer. Ob ich's bestehe, werden wir ja sehen. Ich stürz mich mutig rein. Es wird schon gehen. Hannibal und Isabella. Ein Märchen mit Musik. Manuskript Ernst Röhl, Dramaturgie Helga Pfaff, Musik Friedhelm Schönfeld. Es spielten Hannibal der Mäuserich, Hans-Joachim Hanisch, Isabella die Maus, Friederike Aust, der kleine Mann Carmen Meyer Antoni. Mäusevater Gerhard Lau, Mäusemutter Ruth Klöss. Pussycat Ursula Christova Stark, der Boxer Hans-Edgar Stecher und der Fuchs Karl-Heinz Kojinski. Schnitt Ramona Bauer und Holger Behn. Ton Gisela Kuschnierz, Regie Manfred Teubert.